sind gestern mit dem Castor-Transport in Gorleben gestartet, im wendländischen Gorleben in Niedersachsen, weil dort will die Bundesregierung ja ein Atommülllager durchsetzen, obwohl der Salzstock in Gorleben völlig ungeeignet ist. Das ist mit mehreren Studien auch bestätigt. Und in 2 Wochen soll wieder ein Castor-Transport mit echtem Atommüll nach Gorleben rollen in das benachbarte Zwischenlager. Und deswegen haben wir gesagt, in Gorleben kann der Atommüll nicht bleiben. Wir schicken den Atommüll zurück an den Absender, nämlich an die Politik in Berlin. Und deswegen waren wir gestern in Gorleben, haben den Castor dort beladen mit 70 Atommüllfässern und sind heute damit hier nach Berlin, um den Atommüll zum Bundestag zu bringen. Warum gerade auch heute? Jetzt häufen sich ja auch die Aktionen. Was passiert denn da im Moment? Also warum wurde auch gerade so diese symbolische Aktion heute hier gewählt? Heute ist es halt so, dass der Umweltausschuss des Bundestages seine abschließenden Beratungen zum Atomdeal der Bundesregierung startet. Das heißt, heute und morgen berät der Umweltausschuss nochmal abschließend über die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. Und deswegen haben wir jetzt den Termin heute ausgewählt. Was ist denn eure Botschaft und eure Forderung insgesamt? Unsere Forderung ist ganz klar an die Politik, den Atomdeal der Bundesregierung zu stoppen, die Atomkraftwerke nicht zu verlängern, sondern stattdessen über eine Laufzeitverkürzung für Atomkraftwerke nachzudenken. Denn es ist ganz klar, das sagen auch die Statistiken, dass wir tatsächlich sogar mehr Strom produzieren, als wir benötigen. Das heißt, man könnte sogar 7 bis 8 Atomkraftwerke jetzt schon abschalten, die gefährlichsten, die alten, die pannenanfälligsten Meiler, ohne dass es zu einer Stromlücke kommen würde oder wir Strom importieren müssten. Dankeschön. Alles klar, bitte. Noch gehört von der Polizei, der Castor braucht noch Spanngurte. Der Castor wäre nicht genug gesichert. Deswegen müssen wir leider immer noch 5 Minuten warten, bis der Castor endlich vorfahren darf. Bis gleich. Fest, kann man mich verstehen? Hallo und herzlich willkommen heute hier in Berlin mit unserem Castor-Transport. Ich freue mich, dass ihr und Sie alle gekommen seid, um den Castor-Transport heute hier von der Wartezentrale bis zum Bundestag zu begleiten. In 2 Wochen soll ein echter Castor-Transport durchs Land rollen ins Zwischenlager Gorleben. Dort sind wir gestern jetzt schon gewesen mit unserem Castor-Transport und haben den Transport randvollgeladen mit 70 Atommüllfässern. Und 400 Leute haben uns schon gestern in Gorleben dabei geholfen, die Atommüllfässer einzuladen und den Transport mit auf den Weg zu schicken, heute hier nach Berlin. Und deswegen sind wir jetzt hier und wir schicken den Atommüll zurück an Absender. Gestern die Leute in Gorleben und heute ihr hier in Berlin. Zusammen schicken wir den Castor zurück auf den Weg zu denen, die es politisch zu verantworten haben, dass Gorleben als Endlager weiter erkundet wird, obwohl der Salzstock geologisch überhaupt nicht geeignet ist. Die es politisch zu verantworten haben, dass mit jedem Transport, der ins Wendland rollt, ins benachbarte Zwischenlager, der Salzstock als Endlager weiter zementiert wird. Die es politisch zu verantworten haben, dass durch die geplanten Laufzeitverlängerungen mit dem Atomdeal der Bundesregierung noch einmal tausende Tonnen zusätzlicher Atommüll entstehen würden, für die es nach wie vor kein sicheres Endlager gibt.
Deswegen sind wir heute hier vor Vattenfall als einer der Produzenten, als einer der AKW-Betreiber, die diesen strahlenden, gefährlichen Müll hier produzieren. Und deswegen laufen wir heute gemeinsam zum Bundestag, um die Fässer dort zu einem großen Müllberg aufzuschichten und die Politik daran zu erinnern, es gibt nach wie vor kein Endlager für den Atommüll. Hört auf damit, weiter Atommüll zu produzieren und stoppt den Atomdeal der Bundesregierung. Gemeinsam machen wir uns jetzt auf den Weg zum Bundestag. Wir laufen jetzt hier die Chausseestraße runter über die Friedrichstraße, biegen ein in die Dorotheenstraße und laufen dann über die Scheidemannstraße auf die Rückseite der Reichstagswiese. Und dort wollen wir dann gemeinsam die Atommüllfässer ausladen und zu einem großen Berg auftürmen. Atomkraftwerken, nämlich in Neckarwestheim und in Vilsburg, also in Baden-Württemberg.
Atomkraft kann nicht sicher sein. Reiht euch in die Demo ein. Wendland und auch anderswo. Castor stoppen, so oder so. Ja. Nach vorne. Wir lagern den Atommüll ein. Und wir sollen die Chaoten sein. Ihr lagert mehr Atommüll ein und wir sollen die Chaoten sein. Wir wollten kontrollieren, Kundenverhalten observieren, mit der BB-Karte spionieren, was wir am Mittagstisch servieren, aber protzen oder vegetieren, damit Teppich nehmen oder laminieren, wie viel Prozent sich das aussehen und mit DVD amüsieren. Die Welt wird zum Terrarium, weil der Baumarkt weiß, du brauchst Gott, und du Kinder machst, nur Urlaub hast, deine Bank weiß immer, was du machst, dein Supermarkt weiß, was du isst, womit du dir den Arsch abwischst, das